So, ihr Lieben, da bin ich wieder und ein herzliches Hallo an die lieben YouTube-Zuschauer. So, kommt zu einer neuen Folge. Ja, ich habe die To-Do-Liste angepasst und mir ist da gerade eine Idee gekommen. Könntet ihr die mal enttriggern? Dankeschön, Roger. Okay, tja, blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Ich wollte ja gerade gucken, was hier mit dem Fahren los ist. Der ist nicht mehr da. Okay, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich habe eine Vermutung, die ich jetzt so nicht bestätigen kann, weil das Ding nicht da ist. Das ist ein bisschen doof. Also, Effizienz bei 91%. Wo ist es schlecht? Lichteffizienz geht so. Ja, wir haben halt ein bisschen Stress durch die doppelte Belastung mit dem Tageslicht. Hier ist das Gleiche. Hier auch. Oh, Filter müssen wir gleich mal gucken. Hier ist 99%. Okay, aber mit 96 bin ich halt auch d'accord. 93, ja. Es ist eigentlich aktuell tatsächlich nur noch dann das Licht, was ein bisschen problematisch ist. Aber ich finde, das ist okay. So alles über 90%, sagen wir, alles über 85%. Achtung, Hunger. Breathing-Effizienz. Okay, das geht vielleicht noch hoch wieder. Hä? Okay, das sind wahrscheinlich... Ach so, ah, guck mal, da sind Unterschiede. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich die unterschiedlichen Gene, ne? Das sind dann wahrscheinlich die unterschiedlichen Gene, die das verursachen, die unterschiedliche... Weil ich jetzt nicht das Breathing verstehe. Also wir haben hier teilweise Idealtemperatur von 18 und 20 Grad. Das heißt, das sind dann die unterschiedlichen Gene. Hier haben wir sogar eine mit 16. Interessant. Okay, scheint noch ein ganz spannendes Thema zu sein tatsächlich. Aber ist für mich erstmal okay. Was halt doof ist, ist das hier. Ne? Das müssen wir jetzt mal irgendwie rausfinden. Was damit auf der Hacken hat. Meine Idee, die ich gerade sagen wollte, ist, wir haben ja die Schilder. Warum machen wir eigentlich nicht einfach auch eine To-Do-Liste hier an die Wand? Weiß ich nicht, wäre das sinnvoller als so eine Chat-Nachricht? Was meint ihr? Sinnvoller? Ja, nein, vielleicht. So, dann packen wir das erstmal weg. So, das dauert noch, bis wir auf die 25 Grad kommen. Auf jeden Fall sinnvoller. Chat 3. Ja, für YouTube auf jeden Fall. Ja, stimmt. Der Nightbot ist ja für die YouTube-Zuschauer gar nicht zu sehen. Ja, stimmt. Okay. Wie viel haben wir aktuell da stehen? Auf der To-Do-Liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sachen. Ich finde, das ist auch so eine gute Zahl, was man machen sollte und was nicht. So. Helm schließen. Ich werde es 100 pro vergessen, weil ich das nicht sehe. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ich werde das trotzdem vergessen. Oh je. Okay. So, die Workbench brauche ich auch noch. Die müsste ja da drin sein. Stopp, die müsste da drin sein. Ja, habe ich. So, ich kann auch mal hier jetzt ein paar Sachen wieder ablegen, die ich gerade nicht brauche, beziehungsweise im Moment nicht brauchen werde. Wasserflasche nach da. Kabel, Moped nach da. Das Kabelzeug ist auch noch da. Das kann hier bleiben. So. Wie wär's mit einem Signalton, wenn du in die Kammer gehst? Boah, Töne, die werde ich so schnell überhören. Außerdem habe ich gerade nicht mal ansatzweise eine Ahnung, wie ich hier einen Ton reinbauen sollte.
Also egal. Schilder. Schilder. Klar, das ist eine ganz coole Idee, das einfach auch hier reinschreiben zu können, in-game. Und dann kann ich auch die Gedanken, die ich gerade habe, direkt quasi auf in Anführungsstrichen auf Papier fassen. Batteriestand niedrig. Und hab's dann direkt. So, Filter brauche ich auch noch. Wie viel habe ich jetzt gebaut? 6. Ach, schau mal raus da. So. Ja, guten Hunger, Michele. So, ich brauche Filter. Filter, Kohlendioxid. Machen wir fertig. Große Batterien. Ja, ich würde jetzt halt erstmal gucken, dass wir ein bisschen was abschließen. Eins nach dem anderen. So, alles durcheinander, das wird nichts. Vor allen Dingen, wir haben es ja auch momentan nicht so akut schlimm, dass wir jetzt irgendwie Probleme haben. So, das ist Müll dann. Geh mal nach vorne. So. Boah, ich mag das Geräusch, wenn man die Filter einsetzt. Das ist ein richtig cooles Geräusch, oder? Ich mag das. So, Werkbank. Ich denke, dafür haben wir alles. Was ich noch brauche, ist für die Pille noch die anderen Zutaten. Silber. Ja, was heißt jetzt Silber? Silber heißt nicht Silberbarren. Was wird da ja Silberbarren stehen? Und Kobalt. Kobalt habe ich auch noch nicht. Aber das ist... Oder habe ich... Nee, ich habe keinen Kobalt. Shit, ich habe gar keinen Kobalt. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Ist auf jeden Fall blau. Das ist dunkel. Das ist Oxid. Das auch. Mist, jetzt wird's dunkel. Jetzt sehe ich das doch gar nicht von Weitem. Ja, okay, das hat sich jetzt erledigt. Kümmern wir uns vielleicht erstmal um die To-Do-Liste und können die Werkbank schon mal aufstellen. Dum 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 dum. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, hier die Türen umzustellen. Dass es nicht mehr so ewig lange dauert. So. Ach, das wollte ich noch gucken. Mist. Ja, ich würde da mal einen Tageslichtsensor hinknallen und mal gucken, ob das auch Licht bekommt da an der Stelle. Was sagt jetzt eigentlich dein Wasserspeicher? Hast du jetzt doppelten Verbrauch? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich habe auch einfach Wasser gesammelt gehabt und es da reingeschmissen. Lufttank niedrig. Wir haben da jetzt auch noch eine ganz interessante Sache. Wir haben jetzt hier links drin 28,4 Liter und rechts daneben steht das gesamte Netzwerk. Das hat der Boomer mir noch auf YouTube geschrieben gehabt. Und wir haben hier 280 Liter und das Maxvolumen in dem Netzwerk ist 1580 Liter. Also 280 Liter haben wir da jetzt drin. Ja, das müssten wir mal beobachten, aber ich glaube, wir verbrauchen echt wenig. Also, keine Ahnung. Also gefühlt ist es wirklich wenig, was man verbraucht an Wasser. So, To-Do-Liste. Knall mal die da mal dahin. Die gibt es auch in größer. Ah. Okay, will ich das in größer? Weiß ich nicht. Wo ist denn jetzt? Das ist unten. Oder? Ja. Ach Gott, wie schäbig sieht das denn aus, ey? Wie schäbig sieht das denn aus?
Alter, das kann man so nicht lassen. Ist ja furchtbar. Das geht ja gar nicht. Achso, dafür brauche ich dann auch zwei Bohrsätze. Okay. Eisenwände sind hässlich. Ja, vor allen Dingen, dass die da so reinklippen, das ist ja richtig, richtig furchtbar. Ja, komm, Monk, jetzt mal ohne Spaß. Wer findet das denn wohl bitte geil hier, wie das aussieht, oder? Das ist ja furchtbar. Oh, bloß aufpassen. Bloß aufpassen, was man hier dekonstruiert. Fuck. Und jetzt? Wo tüdel ich das denn dran? Kann man da auch so an Fenster dran ballern, oder? Geht. So. Welcher Monk schreit da gerade? Erzählt mal. So. Wir haben Böden. Dann haben wir Batterien. Hallo, schreiben sollst du. Böden, Batterien, Pillen. Pflanzen. Was? Was man nicht mit Enter bestätigt. Na, das ist... Dann Gemüse. Und schmelzen. Wobei das optional ist, das müssen wir heute irgendwie machen. Aber das sind noch so unsere To-Dos hier. Ist doch ganz nett so, oder? Und es sieht auch nicht ganz so kacke aus wie da. Ich hätte es zwar lieber da gehabt, aber das ist ja furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Okay, dann. Also das ist für mich dann auch tatsächlich ein Argument zu sagen, so, ey, da müssen wir andere Wände irgendwann hinmachen. 26,4. Ich glaube, wir kommen da heute dran. Gut, die Werkbank. Wo ist eigentlich mein ganzes Inventar hier so? So. Stahl for the win. Es kann ja sein, dass das schöner aussieht. Keine Ahnung, aber... Jetzt gerade, muss ich sagen, ist das echt ein bisschen... Ah, ah. Okay, da kann ich es nicht hinstellen wegen den Kabeln. Aber hier ist doch eigentlich ein schöner Bereich dafür, oder? Ich sag mal ja. So, dann legen wir da jetzt wunderbar Kabel hin. Ja, das Ding braucht Strom. Kann ich es da dran legen? Theoretisch, ja. Ist auch richtig geiler Sound, ey. Auch ein richtig geiler Sound. Ah, es macht so richtig schön. Klapp, klapp. Lufttank kritisch. Zählt sowas nicht. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir nächstes Mal tatsächlich hingehen und für die Gasversorgung mal was machen. Glaubt ihr, ihr baut das Teil nachher nochmal komplett neu? Welches Teil meinst du, Boomer? Ich hab's getan. Meinst du jetzt meinen Innenbereich hier? So. Das ist mein Kopf. Die Wände. Aber ich kann die Wände doch bestimmt trotz... Ich kann die doch einfach tauschen.
Also einfach ist einfach gesagt, aber. Achtung, Hunger. Das sollte doch gehen. Ich sag, das geht. Naja, abbauen, Atmosphäre verlieren, neubauen geht. Nö, ich würde da einfach Frames vorbasteln. Die zuschweißen, tauschen, fertig. Oder geht das nicht? Doch, das geht bestimmt. Geht bestimmt, hallo? Genau, oder Wände von außen. Ich hätte es außen gemacht. Ja, natürlich von außen. Ich wollte jetzt hier nicht Frames hier reinstellen. Ich wollte, obwohl das würde auch gehen, klar. Ja, es wird wahrscheinlich schwieriger zu bauen dann. Aber, nee, ich hätte jetzt auch von außen gemacht. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so anhört, als wenn ich das von innen machen wollte, aber, nee, von außen hätte ich jetzt einfach Frames dran gebastelt, dahin zugeschweißt, Atmosphäre ist dicht, fertig. So, das wäre jetzt meine Herangehensweise da gewesen. Ich baue das doch nicht alles neu, das ist eine Macke, dafür bin ich viel zu faul. Nee, nee. Da fehlt doch was. Da, Uniform? Uniform, die fehlte. So. Alles wieder. Tutti? Wo ist mein Helm schon wieder? Wo ist der dahinter? Oh. Halt auf! Ihr sollt nach da, wo ich das hin möchte. So. So ist fein. So. Gut, das mit den Dingens. Ich glaube, ich mache jetzt hier auch nochmal zur Not dann nochmal zwei hinkommen. Dann haben wir 9 Sachen, die da dran. Dann ist das so, wie ich das gerne hätte. So, okay. Ich kann da Energie an- und ausmachen. Interessant. Und nu? Wie tut's der Quatsch hier? T. U. Nee. T. Kann ich das drehen? Was ist das für ein Müll? Kann man das nicht richtig hinstellen oder was? Sind die jetzt größer oder kleiner oder wie soll ich das verstehen? Was ist denn das für ein beknacktes Teil hier? Ich werd bescheuert. Hier, jetzt steht es wenigstens schon mal halbwegs richtig. Ich kann es hier aufmachen. Ah, guck mal. Gut. Easy. Ja, dann habe ich wahrscheinlich auch noch das richtige Werkzeug direkt in die Hand genommen, ne? Stark. Sehr gut. So. Okay. Es ist Tag und wir haben 25,1 Grad, Leute. So. Helm zumachen. So, wir brauchen Kobalt.
Buh, das hat ihm irgendwer gespoilert. Schiebe und Betrug. Nein, ich habe ja gesagt, ich habe das schon mal. Ich habe halt schon mal diese Mikrowelle gehabt. Da habe ich da bestimmt auch ewig dran gehangen. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Das war jetzt einfach ein Schuss ins Blaue. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, ich muss da was verbinden mit einem Kabel. Und eigentlich den Drahtschneider in Hand nehmen. Aber ich finde, die Rotzange und der Drahtschneider sehen sich so ähnlich. So, wenn man jetzt nicht genau drauf guckt, dann hat man es schnell mal vertauscht. Finde ich jetzt. Müsst ihr nicht so sehen, aber... Kobalt. Kobalt. Wo bist du? Vor allen Dingen bin ich ja hier überall schon mal gewesen. Ich wüsste gar nicht, wo ich Kobalt gesehen habe. Ist Kobalt eher ein selteneres Material? Ich weiß nur, dass ich das mal auf einem anderen Spielstand relativ viel gefunden habe. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Das Seltenste? Wirklich? Nee, ob es selten ist, nicht Seltenste. Aber ich meine, dass ich auf einem anderen Spielstand schon mal relativ viel Kobalt gefunden habe. Alter, hab eine Übersetzung gefunden. Schlitz ist bereit befruchtet. Da war Blei. Geil, ich kann in die Welt reingucken. Wir suchen Kobalt und ich habe gar keinen Tracker dabei. Da hinten ist unsere Kolonie. Okay, ich muss in die Richtung. 48 Grad. Ja, das könnte sogar sein, Bernie, dass man zu Fuß schneller ist. Oh, hier gibt es noch Eis. Aber ich bin lange nicht mehr mit euch durch die Gegend geflogen, oder? Gibt es noch Gold? Sollte eigentlich so heißen. Slot ist bereits gedüngt. Alter, was haben die? Hatten übersetzt. Schlitz ist bereits befruchtet. Was zur Hölle, ey. Ach, ich weiß nicht, wie ich da jetzt schon wieder drauf komme, ne? Da ist jede Menge Blau. Das sieht alles nach Oxid aus. Silber. Ach Gott, ich brauche einen neuen Ohrwurm. Wie wär's mit It's raining tacos. Okay, habt ihr schon Kobalt gesehen gehabt oder bin ich jetzt einfach blöd und dran vorbeigeflogen? So ein Taco wäre jetzt ganz geil. Nö, nicht gesehen. Kobalt ist halt selten. Okay. Das ist Uran. Habe ich heute auch noch nicht gesehen.
Aber ich weiß noch, dass ich mich irgendwann mal da tierisch drüber aufgeregt habe, dass ich von dem Zeug so ewig viel überall liegen hatte und es nicht nutzen konnte. Also hätte man bestimmt vielleicht, aber ich hätte keinen Plan, wie. Was ist das Blaues? Das ist auch Oxid. Bläh. Das ist ja voll doof. Shit, ey. Hätte ich mal... Ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwo Kobalt gesehen habe auf den letzten Touren, die ich durchgeführt habe. Wobei das selten und dunkelblau, soweit ich weiß, mit Kristalloptik. Ah, wo ist die Base? Vorhin was von 48 Grad gesagt, ne? Nee, ich habe den Tracker nicht aktiv. Wir finden schon nach Hause, keine Panik. Nein, habe ich nicht im Tablet. Ist vergessen. Ich brauche so ein Mega-Tablet, was ungefähr 80 Slots hat. Weiß gar nicht, was ihr habt. Da hinten ist er doch. Chillt doch mal. Dunkelblau aus. Kann ja auch mehrere Tablets haben. Ja, habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, aber dann habe ich wieder so... Obwohl, vielleicht wird das gar nicht so doof, weil dann hätte ich eins, wo immer das... Also eins für die Atmosphäre und eins für Pflanzen, was so drin liegt. Außen vielleicht den Tracker und die Atmosphäre, so das wäre so aktuell das, was ich mir für außen vorstellen könnte. Aber da müsste ich halt außen auch mal dran denken, das Tablet dann da zu lassen. Also das, ja, ob ich jetzt an das eine denke oder an das andere. Übrigens finde ich krass, wie krass dieser Tracker tatsächlich leuchtet, ne, also. Das Ding ist halt auch schon ein unfassbares Leuchtfeuer, wenn es denn leuchtet. Also mal so, mal so. So eine Scheiße, jetzt habe ich nicht mal Kobalt gefunden. Das ist jetzt schon ein bisschen bitter. Tatsächlich so in der näheren Umgebung habe ich es, glaube ich, nirgendwo gesehen. Pass mal auf, das ist jetzt gleich 2 Meter von der Base, liegt das da irgendwo rum. Das ist so der Klassiker. Man sucht irgendwas und das ist quasi direkt daneben. Aber wir müssten jetzt die 25 Grad erreicht haben. Hoffe ich. Oh, ich glaube, hier habe ich überall schon gewütet. Meine Frage, ne? Wer fängt denn ab nächste oder übernächste Woche an mit Starfield? Ja, tatsächlich auch sehr interessant. Ne? Aber es ist halt auch wieder so ein Spiel, da kannst du ungefähr dein ganzes Leben drin versinken. Okay, hier ist auf jeden Fall gerade kein Kobalt zu finden.
Hab noch Angst, mich zu verlieren, aber hab voll Bock. Ja, das ist es, ne? Zurzeit ist Baldur's Gate 3 eher angesagt. Ja, das ist ja das gleiche Problem. Das ist ja genau die gleiche Kategorie. So Spiele, in denen man dann für immer festhängt. Haben extra für 4 Jahre Game Pass gekauft. Die 35 € waren es wert. Ist das. Ach so, ja, stimmt. Ist ja Bethesda, ne? Ist ja jetzt mit im Game Pass dann alles drin. So, wir haben gleich die 25 Grad. Ich bin gespannt. Dann muss es ja ausgehen. So ein Kack, ey. Aber ich könnte auch nochmal den Sensor bauen. Das fällt mir gerade ein. Den Tageslichtsensor könnte ich bauen. Komm, Batterie. Gucken wir jetzt auch mal eben nach. Batterie. Batteriefunkzelle, drahtlose Zelle. Zelle ist eine drahtlose Zelle. Läuft das über Induktion? Also Batterie ist das Moped, was wir da hinten stehen haben. Batterie groß. Ich brauche Gold, Kupfer, Stahl, Elektrum, Silizium, Stellit. Na, ah. Stellit war 3 Materialien, ne? Ja. Okay, Stellit ist also keine Option. Das heißt, eine große Batterie ist aktuell keine Option. Noch nicht. Vielleicht was für den übernächsten Stream? Weiß ich noch nicht. Nächsten Stream kümmern wir uns ja um die Gase. Und dann wäre es auf jeden Fall auch im Bereich des Möglichen, einfach mal auch zu gucken, ob man eine Schmelze mit Gasen antreiben kann und die nächste größere Dingens dann drauf knallt. So. Batterie. Ich brauche Kupfer. Ich nix haben Kupfer. Also guck mal, ich war ganz klug. Tada! Ein zweiter Gürtel. Beziehungsweise mein alter Gürtel, den habe ich einfach mal vollgeknallt mit Gedöns. So. So. Zumachen, alles teilen. 3, komm, 4 und 8. Sollte gerade noch so passen. Ja. Okay, der Druck war nicht ganz abgelassen. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn abgelassen. Und das hätte jetzt auch mal fies in die Hose gehen können, ne? Brauche ich mal unbedingt noch irgendwie ein Notfallventil oder so. Scheiße, jetzt ist es auch gar nicht so heiß geworden, wie ich gewollte. Ach ja. So, komm, wir jagen die Pumpe mal an hier. Kann das schon mal durchrattern. Also, Kupfer. Ich habe 3 Maschinen. Das heißt, ich mache ja 100er Stapel. Na komm. Tja, Kobalt ist halt ein Kackzeug. Starfield interessiert mich ungemein, jedoch kratzt mein PC gerade mal so eben die Anforderung. Oh, echt? Boah, das ist aber. Meinst du? Meinst du, es ist so problematisch? Ich weiß nicht, ich habe in den letzten Jahren. Na gut, das liegt halt auch wieder drin, ne? Aber ich habe in den letzten Jahren selten das Problem gehabt, dass ich Spiele gar nicht spielen konnte. Eher so, ja, gut, dann. Eigentlich konnte ich Spiele tatsächlich immer auf echt hohen Grafikanforderungen spielen. Problem war meistens dann so mit dem Stream musste ich dann halt immer gucken, dass ich dann halt runterdrehe. So, schnell einsammeln, bevor das nächste Stumi kommt und mir alles hier wegweht. Glaub schon, dafür dürfte in Richtung Late Current Gen Anforderungen gehen.
Keine Ahnung. Ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ich mit meiner 2060 das Spiel nicht spielen könnte. So, ja, ich bin jetzt aber auch niemand, der sagt so, ja, dann, also für mich ist das Spielen auch nur dann Spielen, wenn die Grafik halt ultra krass aussieht. Also ich kann mich auch damit begnügen, zu sagen, ich stelle die Grafik halt dementsprechend runter. Ich halt auch kein Problem mit. So, ich habe 4. Okay, das passt nicht ganz. 3, 3 und 2. Meine 2060 sind im Bereich Late Current Gen Hardware. 30er sicher auch. Und die 40er schon. Ja, klar. 40er ist ja die aktuelle. Von daher kannst du da schlecht sagen, dass die nix. Ne? Naja, also ich denke auch, dass ich mit der 2060 werde ich das wohl noch spielen können. Ich werde zwar nicht jetzt auf Ultra spielen können, aber pff, ich muss es auch nicht. So. Für mich ist immer wichtig, dass die Spiele halbwegs flüssig laufen. Ich finde, das ist halt. Also ich habe lieber die Grafik etwas weiter runter und dafür alles schön flüssig, als alles sieht toll aus und du spielst dann eine Zeitlupe. Das ist halt. Naja. Ist auch immer so ein krasser Zwiespalt gewesen mit Skyrim. Habe ich ja immer auch gerne mal rumgemoddet und viel rumprobiert. Und in Skyrim die Mods, ne, das ist halt auch unfassbar. Ne? Da kannst du auch einfach mal deinen ganzen Computer mitschreddern, wenn du Bock hast mit dem Modding, was du da machen kannst. Das ist halt unfassbar. Ich bin auch sehr gespannt, wie bei Starfield so der Mod-Zugang wird und was da alles gemoddet wird. Ich finde das ja mal ganz schön an Bethesda, dass die da auch wenigstens die Möglichkeit bieten. Und es ist halt unfassbar, was die Community da auf die Beine stellt an Mods immer. Also Skyrim, du kannst ja Skyrim komplett ein anderes Spiel ausmachen. Das ist unglaublich. So. Gucken wir nochmal, ob wir noch ein bisschen Eisen schmelzen. Batteriestand niedrig. Naja. Wenn die Temperatur gleich zu niedrig sein sollte. Okay. Gut. Dann ist es so. Dann können wir das wieder ablegen. Und dann machen wir das entweder weiter, wenn wir es brauchen, oder. Hell? Kann der noch offen sein? Da habe ich jetzt mein Werkzeug. Ich habe mein Werkzeuggürtel weggepackt. Den nach da. So. Zu machen gleich. Was ich für nächstes Mal auf jeden Fall brauche, ist Kobalt. So. Ja, Kobalt. Kobalt. Kobalt suchen, ne? Wäre schon ganz nett, wenn wir Kobalt finden. So. Aber. Bevor wir jetzt wieder losgehen und Kobalt suchen, nehmen wir erstmal das Moped hier mit. Ich mache schon wieder Sachen zu, die gar nicht zu sollen. So. Und vor allen Dingen hier das Moped noch füttern. Wir wollten ja irgendwas bauen. Batterien. Dem hier weniger. Der frisst immer auch ganz ordentlich Gold. Kriegt der ein bisschen weniger. So. Batterie. So. Starkstromkabel habe ich da. Normale Kabel habe ich da. Läuft. Ich würde jetzt gerne noch mal eben kurz reingehen, gucken, was da die Temperatur sagt. Naja, das hatten nur die 60er, ist das über Next Gen? Wenn du noch eine alte 10XX hättest, könntest du die Karte streamen mit der 20er zocken. Meine letzte RTX 1060 Ti ist tatsächlich abgeraucht. War nicht so schön. Das war jetzt so eine Zeit, als Grafikkarten echt schweineteuer waren. Daraufhin habe ich mir ja den Komplett-PC gegönnt, weil die Preise noch nicht angepasst wurden damals. Fand ich sehr stark.
Warte mal, was habe ich befürchtet? Was habe ich befürchtet? Also ich würde jetzt mal schätzen, dass die Abschaltung funktioniert hat. Ich kann es nicht genau sagen. Dafür müssten wir jetzt nachts dann da sein und gucken. Meine Vermutung ist, dass das abgeschaltet hat, aber der passive Vent den Temperaturaustausch zugelassen hat. Das müssen wir uns heute Nacht angucken. Das ist wichtig. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Bin meiner RTX 3060 Ti zufrieden. Weil sie heute so günstig sind. Ja. Hallo Jesse, ich grüße dich. Wie ist denn mit dir, Conny? Eher Baldur's Gate 3 oder doch Starfield? Boah, es ist ganz, ganz, ganz schwer zu sagen. Vor allen Dingen, weil ich mir zu Starfield noch gar nichts angeguckt habe. Ich habe halt ewig Skyrim gespielt. Starfield ist halt auch so ein Setup, was interessant sein könnte für mich. Baldur's Gate 3 auch mega. Für mich ist ein... Ich bin ganz ehrlich, ich kriege so Spiele halt momentan nicht gespielt. So, ich bin ja halt zwischendurch am Stream, so. Also es fließt ja relativ viel Freizeit so aktuell in die Streams, ne? Muss man einfach auch mal sagen. Und ich wüsste nicht, wie ich aktuell eins von den beiden Spielen nebenher mal so zocken sollte, ne? Das ist, die beiden sind ja einfach Lebenszeitschredderer. Also nicht, dass die Spiele nicht geil sind. Aber wie? So, ne? Vor allen Dingen, das Problem ist, wenn ich das jetzt anfange, erstmal das Problem, was ich noch sehe, abgesehen von dem Spaßfaktor, ne? So rein streamtechnisch, das zu streamen, habe ich bei Horizon gesehen, das bringt halt gar nichts, weil alle Großen das ausstreamen. Das heißt, streamtechnisch hat das für mich gar keinen Mehrwert. So, brauchen wir nicht drüber reden. Und, dann ist man auch noch relativ lange daran gebunden, weil die Spiele ja auch noch sehr lange dauern. Das heißt, ich würde halt wirklich, wirklich, wirklich lange diese Spiele dann auch streamen mit wahrscheinlich auch Zahlen, wo ich dann denke so, pff, ja, okay, lohnt das nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil ja, pff, ich bin halt dieses ganz kleine Licht da irgendwo ganz unten in dieser Liste von 80 Millionen Leuten, ne? So, das, ja. Nee, und dann konzentriere ich mich halt lieber auf Spiele, wo ich dann auch, ja, die Nischen halt irgendwo bediene und, ja, ich dann auch Leute hier habe, ne? Einfach. So, Horizon war halt, das war ein gutes Beispiel, ne? Das war halt ein total gehyptes Spiel. Ich hatte da auch mega Bock drauf. Horizon ist halt eine andere Kategorie von Spielzeit. Da bist du halt wirklich nach 30, 40, 50 Stunden halt mit durch. Das kannst du aber von Starfield oder Baldur's Gate 3 halt nicht sagen. Das funktioniert halt nicht. Wovon hängt das ab, ob es sich lohnt? Naja, zum Beispiel hängt es für mich davon ab, ob ich auch Leute habe, mit denen ich mich hier unterhalten kann, ne? Also... Ich habe ja auch schon Spiele gestreamt, da waren 5 Leute da. So, das ist für mich auch in Ordnung, wenn das halt Spiele sind, die dann halt, keine Ahnung, 2, 3 Streams laufen oder so. Ne? Dann geht es mir eher darum, so, das ist ein Spiel, was ich gerne spielen möchte, was auch ein Fun-Faktor ist. Und da kann ich euch mitnehmen. Wenn es dann halt nicht läuft, weil ihr da kein Interesse dran habt, dann ist das halt so. Ne? Dann zieht das halt durch, dann ist so 3, 4 Streams, ist in Ordnung und fertig. So, aber ich will mich jetzt halt auch nicht über Monate mit einem Spiel blockieren, was keine Sau bei mir gucken will. Und mich das halt auch irgendwo dann nervt, so, ist keiner da, es funktioniert vielleicht auch nicht gut im Stream. Deswegen bin ich bei so großen Projekten immer echt, ja. Könnt ihr irgendwann mal Kobalt auftauchen? Das wäre echt cool. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich mal auf den nächsten Stream verschieben, weil ich habe hier gerade gar keinen Bock, hier 5 Stunden durch die Gegend zu düsen und nichts zu finden. ich sehe das immer so, ne? Bevor ich 5 Leute habe, die dann zugucken, Rikard Trimax, dann kann ich es halt zur Not auch einfach für mich spielen oder im Discord spielen.
Ne? Und dann kann ich mich da wenigstens mit ein paar Leuten unterhalten, bevor ich da mit 5 Leuten hier am Stream bin. Und das sieht sehr blau aus. Abfalltank kritisch. Es ist übrigens Kobalt. So, Abfalltank ist kritisch. Schlecht. Na, komm schon. So. Okay, Essen und Trinken ist jetzt gerade nicht so geil, aber das kriegen wir noch hin bis nach Hause. Man muss aber beobachten, dass Stream und Spiele spielen zwar unterschiedlich paar Schule sind. Natürlich. Ja, wohl, nee, nicht unbedingt. Kommt drauf an. Also es gibt Sachen, da hätte ich wahrscheinlich alleine für mich zu spielen weniger Spaß dran, als wenn ich streamen würde. So, also Stationeers finde ich ist ein gutes Beispiel, ne? Also Stationeers hätte ich wahrscheinlich schon lange ausgemacht, wenn man da zwischendurch nicht einfach mal auch so den Punkt erreicht, wo man sagt so, ey, pff, jetzt sagt mir mal, wie es hier weitergeht, ansonsten flippe ich noch aus. Wow. Okay, danke schön. Guter Tipp. Okay, ich denke, das war's. Ab nach Hause. Ich habe endlich Kobalt gefunden. Wo war zu Hause nochmal? Ich glaube, da lang. Schauen wir mal. Da hätte ich gerne einen Hotkey für. Ja, okay, fast richtig, ne? Fast richtig. Also die Richtung um 180 Grad gedreht. Pass. Alter, ich wäre so lost. Also jetzt wäre ich lost gewesen, ne? Also richtig lost. Wir brauchen Silber, oder hast du das schon? Ich habe Silber schon. Jede Menge da. Habe ich auch extra nicht verarbeitet, weil ich es ja nur für... Also bis jetzt habe ich es tatsächlich nur irgendwie in Mischung gebraucht. Laufen geht schneller? Ich weiß es nicht. Nee, auf jeden Fall ist das so der Grund, ne? Also ich gucke mir halt immer auch die Spielzeit an von den Spielen, was ich so zu erwarten habe, und dann schätze ich halt auch ab. Ja, also das ist aber auch so ein Grund, warum ich auch zwischendurch gerne mal die Schnupperstunden mache, ne, und nutze. Einfach um das Spiel halt für mich ein bisschen kennenzulernen, wenn ich es gar nicht kenne, oder auch mal um zu gucken, so, wie läuft so auf YouTube, wie läuft so auf Twitch. Sind für mich auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ne? Das muss man auch mal voneinander betrachten tatsächlich. Gibt auch Games, die sind tatsächlich auf YouTube ganz ordentlich, dafür auf Twitch nicht oder umgekehrt oder halt beides. Ne? Das ist dann halt so. Das ist bei mir auf dem Kanal halt Oni, ne? Also das geht sowohl auf YouTube als auch auf Twitch ganz gut. Ne? Und gerade mit der Schnupperstunde ist für mich halt auch mal eine ganz gute Möglichkeit, um das Ganze einfach mal zu testen und mich nicht darauf festzulegen, das Ganze dann auch weiterzuspielen. Zum Beispiel haben wir Schnupperstunde gemacht von Medieval, wir haben Schnupperstunde gemacht von Subnautica, von Stationeers, das waren ja die ersten drei Schnupperstunden. Subnautica habe ich komplett durchgespielt, wobei das ja eher so Community-Wunsch war, was wir dann angefangen haben. Hallo Sly, ich grüße dich! Hallo ihr Lieben, vielen lieben Dank für den Raid! Dachte, ich bringe dir noch was mit, Schnucki. Dankeschön, frisch aus den USA. Ihr habt gelesen, dass du wieder da bist. Ich habe noch keine Zeit gehabt, reinzugucken. Wie lief's? Erzähl, wie war dein Urlaub? Ich wusste gar nicht, dass du in den USA warst. So, es tut mir leid, ich muss jetzt mal gerade hier kurz mich um mich kümmern, währenddessen ihr schreibt und erzählt. Ich hoffe, der Bot macht jetzt gleich auch was. Im besten Falle. Dann sehe ich auch, was ihr gespielt habt.
So, ich muss mal schnell was trinken, was essen. So. Okay, Bot hat heute wohl keine Lust. Kerstin! Kannst du mal bitte? Das wäre ganz nett. Wenn du das noch kannst, ich bin gespannt. Kleine Prüfung für Kerstin heute. Der Bot ist ausgefeilt und dann muss der Mod das tun. Die Moderatorin. Aus irgendeinem Grund kriege ich gerade schlecht Luft. Nee, ich kriege Luft. Ich hab Durst. Trinken, trinken. Dankeschön, Kerstin! So. So, okay, fast verreckt hier. Essen, Essen, Essen. Batterie, Batterie. Zack, Essen. So, ich bin sofort für euch da, Leute. Tut mir leid. Es ist gerade ein Moment gekommen, in dem ich hier gerade mich mal eben versorgen muss. Ich habe wieder 2 Minuten Delay, das ist nicht schlimm. So, was habt ihr gespielt, ihr Lieben? Just Chatting. Okay, habt ihr heute den ganzen Tag. Wir haben heute 2 Stunden schon drüber gesprochen über USA. Kannst das ja nachholen. Ich guck mal rein. Letzten 2 Stunden haben wir Wallworld gespielt. Oh, das habe ich gesehen ein bisschen. Stimmt, ich habe noch kurz, ganz kurz geguckt gehabt, was das für ein Spiel ist bei dir. Das war so ein Plattformer, ne? Irgendwie, oder sah zumindest so ein bisschen danach aus. Und wie ist das Spiel? Erzähl mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie sieht das aus? Kennt ihr Stationeers? Wenn ja, ist natürlich schön. Wenn nicht, ist ein geiles Spiel. Es ist, es hat sehr viele Parallelen tatsächlich zu Oni. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich mag das Game, ist nice. Ein perfektes Spiel für im Bett liegen, zocken. Namen sagt mir das, nie gespielt. Ja, also es, für mich hat es sehr viele Parallelen zu Oni, so gerade was die physischen Aspekte und so angeht. Es macht sehr viel Spaß. Ist auch ein Koop spielbar. Ich spiele es allerdings tatsächlich alleine, weil sich niemand gefunden hat, der so mit meinem Kenntnisstand mitgespielt hat. Ja, wir sind jetzt gerade hier so ein bisschen im Anbauen. Wir haben jede Menge automatisiert heute. Wir haben eine Klimaanlage gebaut hier für diesen Raum heute. Und da sind wir immer noch so ein bisschen am Testen. Und wir haben das Problem, dass die Klimaanlage nicht läuft, der Raum hier trotzdem kälter wird. Und da ist jetzt die krasse Frage, woran liegt das? Ich habe eine Vermutung. Und da müssen wir jetzt gleich mal rangehen. Ach du, why not? Können das ja sogar mal gerne zusammen angehen. Hab noch nichts für sonntags. Boah. gerne mal reingucken, Sly, aber es ist halt... Boah, da müsste ich mir jetzt schon so hart auf die Zunge beißen wahrscheinlich. Also das ist halt der Grund, warum ich gerne mit jemandem angefangen hätte, der gar keinen Plan hat von diesem Spiel, weil man sehr viel selbst erkunden muss, möchte... Ja, beides. Also in deinem Fall wahrscheinlich auch beides. Und das gar nicht so einfach ist. Ich habe ja null Ahnung von dem Game, ja. So, und zwar, meine Klimaanlage, die ich hier gebaut habe, so ganz Uni-like, so viel wie möglich versuchen passiv zu machen. Wir sind auf dem Mars übrigens. Wir haben nachts hier eine Temperatur von... Ja, bis minus 60 oder so geht sie. So, und ich habe jetzt hier eine aktive Lüftung gebaut, die quasi die Raumluft außen dann kühlt. Und eine Automatisierung gebaut. Das ist das hier. Ja, also man hat jede Menge Möglichkeiten zu automatisieren. Man liest quasi ein Gerät aus, sagt, welcher Wert wird weitergegeben an die nächste Einheit. Die nächste Einheit verarbeitet das dann meinetwegen und dann gibt man das über einen Schreiber wieder an einen anderen, an ein anderes Teil hier weiter. Ist ein bisschen tricky zu erklären. Von wegen wie kalt. Ach so, ja. Okay, gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier... Das sind Radiatoren. Da pumpt jetzt die Luft dann halt da durch nachts. Wenn die Innentemperatur kalt oder warm genug ist, passiert das. Und das soll eigentlich erst wieder passieren bei über 25 Grad. So, und das ist jetzt das Thema. Wir sind... unter 25 Grad und die Temperatur fällt. Und meine Vermutung ist, dass dieser passive Vent, der hier Gas durchlässt,
Von der anderen Seite wird nicht gepumpt, aber der passive Vent hier lässt Gas durch. Und meine Vermutung ist, dass es dadurch gekühlt wird im Raum. Und das ist schlecht, weil dadurch habe ich eine unkontrollierte Kühlung und keine Heizung mehr. Also ich habe keine Heizung verbaut. Normalerweise hat sich der Raum hier von selbst halt geheizt. Und ich will jetzt hoffen, dass das dadurch funktioniert. Aber ich hüpfe jetzt erstmal raus, will noch aufs Sofa. Dankeschön für den Raid, Sly. Ihr Lieben, schaut gerne beim Sly vorbei. Link ist im Chat drin. Spielt auch ganz viele tolle Spiele, auch in dieser Richtung. Und ja, einmal vorbeischauen, ihr Lieben. Dankeschön, Sly. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüss. So, 23,5 Grad. Wenn meine Theorie stimmt und wir haben keine Auswirkung von außen auf diesen Raum, sollte die Temperatur eher nach oben gehen als nach unten. Jetzt. Theoretisch. Los, veränder dich. Okay. Sie ist nach oben gegangen. Darf ich einen Tipp zu deiner Kühlung geben? Na? Bernie, nein. Ich möchte das jetzt gerade für mich selber rausfinden. Beziehungsweise überlegen. Also, ich muss jetzt mal davon ausgehen, dass es so ist, dass der passive Vent das Gas durchlässt. Und dadurch, also das tut er, das wissen wir. Das ist halt keine Sperre, das ist ein Vent. Das heißt, wir haben ein offenes Rohr bis zur anderen Seite. Und dadurch ist meine Vermutung, dass es kühlt. Zumindest würde es das jetzt gerade ganz gut bestätigen. Die Temperatur ist, seitdem ich das abgebaut habe, das Rohr dazwischen, geht die Temperatur eher nach oben und nicht nach unten. So. Jetzt überlegen. Im realen Leben würde ich das verhindern durch ein Rückschlagventil. Sag ich jetzt mal. Das heißt, nur in eine Richtung ausgehend. Nicht durch die andere Richtung. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas gibt. Wir suchen da jetzt nach. So, außerdem geht mir gerade das Gepiepe vom Jetpack auf den Sack. Deswegen füllen wir das Jetpack eben auf. Weil das Problem ist, wenn die Temperatur jetzt einfach dadurch, dass es dann von außen kühlt oder durch das Rohr kühlt, immer weiter sinkt, habe ich das Problem, dass die Temperatur irgendwann zu niedrig ist. Und ich habe ja keine Heizung da drin. Also, ne? Deswegen müssen wir da ja was gegen tun. Sonst habe ich halt einen unkontrollierten Temperaturabfall. Und es tut mir leid, dass ihr das jetzt hier gerade irgendwie wieder so ein bisschen ausbaden müsst. Aber das ist so eine Krankheit von mir, dass wenn ich irgendwas baue, dann möchte ich, dass das halbwegs ordentlich funktioniert und nicht nur so halbwegs funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viel Druck ich hier drauf habe. 18,9, okay. Theoretisch dürfte der Druck hier also nicht höher gehen als möglich. Wir sind, ne, 18. Ich glaube, die Flasche ging bis 20.000 Kilopascal. Ja, also wir haben jetzt hier einen Druck auf der Leitung von 18,6 Megapascal, also 18.700 Kilopascal. Dementsprechend kann das hier auch vom Druck nicht höher gehen. Es ist einfach nur ein normales Ventil und keine Pumpe da vorne. Das heißt, der Druck kann nicht über den Max von der Flasche gehen. So, ich brauche ein Rückschlagventil. Ich habe keine Ahnung, ob es so weit gibt. Wir suchen mal Ventil. Nee, machen wir so. Ventil. Komm, spuck mal aus, was du Schönes hast hier. Wir haben ein Expansionsventil. Das ist schon mal mit einem Hebel. Das ist Quatsch. Das kann mechanisch schon mal nicht so funktionieren, wie ich das will. Schätze ich. Möglichen Übergang von Flüssigkeiten. Naja, Flüssigkeiten ist schon mal raus. Hey, diese Flüssigkeiten. Möglichen Übergang von Flüssigkeiten aus einer in eine Gasleitung. Okay, ich wollte schon sagen, es ist doch gelb. Interessant. Ist das ein neues Teil, was mit dem Update kam? Hier von wegen, als es kam mit der Kondensation und so? Das finde ich cool.
Ah, okay. Weil diese Mechanik gab es vorher nicht, ne? Also, das sei jetzt meine Schlussfolgerung. Kondensationsventil, ist das nicht das gleiche? Flüssigkeitsleitung, eine Flüssigkeitsleitung. Interessant. So, wir haben ein Entlüftungsventil, ermöglicht die Entfernung von Druckgas. Ähnlich wie ein Gegendruckregulator. Nee, das ist auch nicht das, was ich hören will. Druckbeaufschlagungsventil. Pump Gas in einen Flüssig. Aha, okay. Alter, wenn ich das hier alles lese, ne? Ventil. Okay, keine Ahnung, steht nichts bei. Einwegventil, das hört sich schon mal richtig an. Das Einwegventil bewegt Gas nur in eine Richtung, von der Eingangsseite zur Ausgangsseite. Es lässt den Durchfluss nur zu, wenn der Eingangsdruck höher als der Ausgangsdruck ist. Hä, das hört sich richtig an. Weil, wenn ich mit dem aktiven Vent anfange zu pumpen, erhöht sich der Druck. Und damit habe ich auf jeden Fall irgendwann einen höheren Druck, als im Raum herrscht. Dadurch, dass ich im Raum sowieso abziehe, fällt der Raum im Druck auch und der Druck im Rohr steht. Ja, das muss passen. So, Bausatz, Rohrleitungsventil. Rohrleitungs. Ach, das ist hier der normale Bausatz. Aha, da gibt es eine andere Variante. Interessant. So, raus damit. Ich finde es spannend, wie Conny so seine Wege findet. Ja, ich versuche den ganzen Kack einfach irgendwie so zu lösen, wie ich es sonst auch tun würde. So, für mich, wie gesagt, für mich ist immer das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Ach scheiße, ich muss auf die andere Seite. Für mich ist immer das Schwierigste an der ganzen Geschichte, hier die Teile zu finden, die ich haben will. Das ist wie oben mit den Radiatoren. Da muss ich halt jetzt auch erstmal rumprobieren. So, ne, bei Uni hast du halt ein Rohr, das heißt Radiatorrohr und fertig. So, hier gibt es dann plötzlich keine Ahnung, wie viele. Und da muss ich hin. So. Einwegventil. Die Richtung ist richtig. Alles klar. Sehen wir einstellen? Nö. Alles klar, ich bin gespannt. Und dann sollte das heute Nacht ja nicht kälter werden. Theoretisch. Schauen wir mal. So, ich habe, ganz wichtig, habe ja gerade noch Kobalt besorgt. So, Kobalt. Hallo, was ist das da? So. Was habe ich hier noch gebaut? Ach ja, eine Batterie. Ach komm, die setzen wir jetzt eben schneller dran. So. Hallo? Könntest du das bitte so rumbauen, wie ich das will? Danke. So, klatschen wir da jetzt eine zweite Batterie dran. Das machen wir parallel. Warum parallel? Weil wir dann quasi theoretisch die Batterien immer gleich gefüllt haben sollten. Sollten. Ob das auch so ist, werden wir dann sehen. So, was brauchst du? Schweißbrenner und Eisenbleche. Holen wir die mal. Wollte gerade schreiben, dass Teil draußen ist. Na, sehr gut, dass du uns an deinen Überlegungen so teilhaben lässt. Ja, das ist ja auch so Sinn und Zweck vom Stream, ne? Ist ja auch eigentlich so das Spannende daran. Ich wünsche an der Stelle dann mal eine gute Nacht zusammen, macht Clips, wenn Conny rapide ungeplante Dekonstruktion vornimmt. Boah, das ist auch einfach wirklich. Also ich glaube, das ist momentan die größte Schwierigkeit hier, das zu auseinanderzunehmen, was auch. Oh, da hätte ich noch so ein Venti gehabt. Das auch nur auseinanderzunehmen, was man haben will. Ich suche Eisenbleche, da. Sollten reichen. Eisenbleche. So.
und Schweißbrenner. Ach, den brauche ich gar nicht mehr anstellen. Da steht Schraubenzieher, okay. Und? Nee, einfach nur Schraubenzieher. Na, guck mal. Fertig. An. Okay. So, jetzt sollte das theoretisch parallel geladen werden. Gucken wir mal, gut das funktioniert. Ich meine, spätestens nach dem Sturm müsste es auf den gleichen Wert synchronisiert sein. Und ja, wo ja, liegt dran, ne? Ob der Sturm es schafft, die Batterien beide zu füllen. Aber gut, wir werden sehen. Gut, weiter geht's. Wir wollen herstellen. Heilpillen, damit ich mir endlich wieder meine Lunge kaputt machen kann. Dafür benötige ich Silber und Kobalt. Ich verkrümel mich ins Bettchen. Viel Spaß noch und später eine gute Nacht. Dankeschön, dass du da warst, Schrumchen. Gute Nacht dir und bis Donnerstag. Donnerstag gibt es den nächsten Stream, allerdings auch wieder Station News. Ich weiß, dass Station News nicht unbedingt hier bei jedem so viel Liebe hervorruft wie bei mir im Moment, aber ja. Ich habe gerade sehr viel Spaß an dem Spiel. So. Lufttank niedrig. Lufttank niedrig, ja. Wir werden uns nächstes Mal auf jeden Fall um die Gassortierung kümmern. Der Druck hier wird nämlich auch mal kleiner. Würde die Lösung bei der Lüftung auch mit zwei aktiven Lüftern und Batchwriter funktionieren? Müsste, Frank, klar. Zwei aktive Lüftungen würden nur bedeuten zweimal Strom. Und deswegen habe ich das jetzt überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil ich es hasse, für unnütze Sache Strom zu verschwenden. Sagte er und lässt hier überall die Geräte laufen. Ach Gott, kannst du dir nicht ausdenken. Das war wieder so ein richtig schönes Eigentor. Mal kurz eben hier alles abstellen, was sinnlos durch die Gegend läuft. Dann würde der Ausgang aber begrenzen bezüglich der Durchflussrate. Ist das so? Interessant. Also mir ging es da halt wirklich nur um den Stromaspekt. So, wir müssen ernten, fahren. Ach, das wollte ich ja auch noch getestet haben. Ah. Erstmal nehmen wir jetzt erstmal die ganzen Samen hier weg. So. Die kommen erstmal an die Seite. Ja, ihn hängt vom Druck im Rohr ab, würde sich einpendeln in deinem Fall. Der aktive Vent ist beim Auspusten langsamer als beim Einsaugen. Okay. Ich wusste jetzt nicht, dass es damit zusammenhängt, dass der einfach selbst langsamer ist. Also ich habe gedacht, das hängt vielleicht einfach mit der Dingens zusammen. Aber gut. Ja, ein hängt vom Druck im Rohr ab, wird sich einpendeln in deinem Fall. Okay, keine, ist ja auch Wurst. Gut, aber danke für die Erklärung. So, ich brauche fahren. So, da ist noch zweimal fahren. Hatte ich nicht irgendwo schon was geerntet gehabt? So. Wir ernten jetzt. Hier mal fahren. Keine Ahnung, wie viel ich davon brauche und was es bringt und so. So, die Samen, die 4x4 Samen, die lasse ich jetzt hier als Backup liegen. Ich habe jetzt 12 mal fahren. Ich werde das jetzt hier wieder pflanzen und dann werde ich mir jetzt angucken auch, inwiefern der erste da nichts gebracht hat. Ich sehe schon. Das stand gerade schon, ist in Dunkelheit. So, 25,3 Grad. Wir beobachten das hier gerade mal auch.
Es sollte sich gleich abstellen, sobald er bei 25 Grad ist. Jetzt am Anfang noch ein bisschen länger dauern kann, weil wegen noch nicht so ganz kalt. So, jetzt noch mal gucken. Pille. So. Ein. Oh nee, jetzt. Ja, das war jetzt ein Schuss in den Ofen, ne? Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Gute Nacht, Ricardri Max. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Shit. Ja, ich bräuchte. Ja. Okay, es sind 7 Pflanzen. Wahrscheinlich nur 6, weil der stand gerade, dass er dunkel ist. Da müssen wir morgen früh nochmal gucken. 6, das heißt, es sind 12. Ja. Das ist doch das Rezept von der Chemiestation. Nee. Für die Pille brauche ich einmal Silber, einmal Kobalt und 10-mal Phenoxytone. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Farn ein Phenoxytone. Das heißt, ich kann das jetzt abschminken. Dann wird das noch nichts. Schade. Ja, wahrscheinlich kann ich die Fahne dann auch in eine Tonne hauen danach. Schade. Das sehe ich jetzt gleich erst. Ja, wir haben 24,9. Das kann natürlich passieren, dass wir so 1-2 Zehntel Grad halt trotzdem verlieren. Das dauert ja immer so ein bisschen, ne, bis es dann abgestellt ist und so weiter und so fort. Aber wir halten jetzt doch relativ ordentlich die Temperatur und es geht gerade eher nach oben als nach unten. Also war das keine dumme Idee mit dem Einwegventil, ach, mit dem Rückschlagventil oder Einwegventil, wie es hieß. So, und jetzt haben wir es wieder auf 25 Grad und sobald jetzt auf 0,1 höher gehen sollte, fängt er wieder an zu pusten. Im besten Fall. Und dann würde sich zumindest die Theorie von vorhin bestätigen, wenn das jetzt noch weiter hoch geht. Weil letzte Nacht ist es definitiv bei diesen Minusgraden ist es runtergegangen von der Temperatur. Also ich finde es gerade spannend. Tut mir leid, ihr wisst ja wahrscheinlich schon, was passiert. Achtung, Hunger! Oh, das ist nicht so ein Problem. Wir können auch mal irgendwas essen hier. Hier gibt es wieder Samen. So. Komm, nehmen wir noch einen. Batteriestand niedrig. Was ich nicht verstehe, brauchst du für die Pillen nun Silber oder Silbererz? Das Kobalt gibt es nur als Erz. Ist nicht wirklich. Nee, das ist tatsächlich nicht so cool. Muss ich auch sagen. Also, ich habe jetzt für mich gedacht gehabt. Normalerweise, es gibt ja Silberbarren. Oder, meine, warte mal, wie ist denn das überhaupt bei. Ja, ist ja egal was für ein Rezept, ne? Nehmen wir mal ein Schild. Bausatz Schild. Ja, da steht auch Eisen. Was geschmolzen, ja. Tja, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
denke, das werden wir ausprobieren müssen beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir uns dadurch nicht das ganze, den ganzen Fahnen dann versauen. Es ist angesprungen, das heißt, wir hatten gerade 25,1 Grad. Dann tut es genau so und das sollte dann auch die Bestätigung sein, dass das Rückschlagventil da drin sinnvoll gewesen ist. So, was haben wir erledigt? Wir haben zwei Batterien, die mittlerweile den gleichen Wert haben. Interessant oder ziemlich den gleichen Wert. Können wir streichen. So, schmelzen muss noch weiter gemacht werden. Pflanzen checken lassen wir noch mal drin. Ja, eigentlich haben wir gar nichts geschafft davon, außer die Batterien. Aber Böden können wir noch mal gucken. Böden. Okay, wir suchen mal nach Böden. Vielleicht Einzahl. Boden. Ja, gibt's was. Kompositbodenroste offen gedreht. Kompositbodenroste offen. Das sieht halt alles nicht so geil aus. Bodenrost. Komposit wieder. Das. Kompositbodenrost Typ 2. Kompositbodenrost. Bausatzbodenroste. Da sind die alle drin. Ja, können wir mal uns das angucken, oder? So, jetzt. Ich hoffe mal, dass es das. Also mein Ziel wäre jetzt damit. Ich weiß nicht, ob das so ist. Mein Ziel wäre jetzt zu sagen, so, ey, ich sehe die Kabel nicht mehr, ne? Und die Leitung. Und vor allen Dingen das hier. Das ist weg. Das wäre ganz geil. Das wäre sogar noch besser, als das nicht zu sehen. Weil dieses, ich laufe hier über eine Leitung und. Ja, also das. Ist halt jedes Mal ein Huckel. Hier auch. Ich hoffe, dass das dadurch weggehen kann. Schauen wir mal. Helm schließen. Ach, vor der Meldung. Vor der Meldung. Ich kenne das. Man hat was gebaut und schaut dann stundenlang auf die Anzeige, aber also, wie man möchte. Ja, aber aktuell würde ich sagen, es funktioniert so, wie ich möchte. Also. Jetzt gerade macht es den Anschein. Bodenroste. Das ist ja günstig. So. Ja, 5, 6 Stück. Dann können wir mal so ein bisschen vergleichen, wie die aussehen und was die bringen. Mal raus hier. Zack. Die haben sich da relativ schnell eingependelt, tatsächlich. Bin gespannt, wie die Batterieladung ist nach einem Tag Sonne. Oder nach einem Tag. So, jetzt schauen wir mal. So, das ist ein Kompositbodenrost. Das bauen wir mal da rein. Typ 2. Typ 3. Ist das denn? Was ist da oben? Was ist das denn für ein Quatsch? So, das ist auch da oben, okay. Okay, das kriege ich gar nicht nach unten. Okay, das sind sie. Wie wäre es, wenn du noch so machst, dass erst ab einer gewissen Außentemperatur die Lüftung angeht, um Energie zu sparen? Ja, könnte man machen, aber. Automati. Ach Quatsch. Wenn ich jetzt da noch eine Schaltung einbaue mit. Temperaturabgleich. Brauche ich einen Reader? Also brauche ich mindestens einen Logikteil. Ach, mit K. Also manche Sachen muss ich mich jetzt tatsächlich nach der Übersetzung von Jonas gewöhnen, aber es wird nicht lange dauern, hoffentlich. Logik.
Weg Schreiber kommen. Ein Energieverbrauch von 10 Watt. Durchgehend. Ja, das heißt, über den Tag gesehen habe ich auf jeden Fall schon mal das Doppel, also ne, das läuft ja durchgehend. Ich weiß nicht, ob ich mit einem da auskommen würde und das Ding kostet, zieht jetzt bestimmt auch nicht so viel, oder? Durst, kritisch. Also das wäre jetzt, glaube ich, für das, was dabei rumkommt, 100 Watt. Also die Frage ist, dann läuft das vielleicht eine Minute oder eine halbe Minute früher. Weiß ich nicht, ob sich das dann rechtfertigt, das zu tun. Also tendenziell hast du bestimmt recht. Dann bräuchst du mit den Helligkeitssensor nicht. Aber es funktioniert ja so. Also, ich glaube, so weit muss ich dann da jetzt auch nicht rein optimieren. Vor allen Dingen, weil es halt auch automatisierungstechnisch schon deutlich mehr Aufwand jetzt wäre, das da noch reinzubauen. Es wäre halt die erste Komponente oder die erste, das erste Argument komplett nochmal nachbauen auf das zweite. Es waren ja doch eine ganze Ecke mehr an Automatisierung. Und das spart mir nachher, keine Ahnung, eine Minute oder so, in der es dann nicht läuft. Das ist so eine Milchmädchenrechnung, glaube ich. Tatsächlich. Hier oben sind Verkleidung für Leiteraufgänge. Ach so, okay. So, Böden. Gucken wir uns Böden an. Gibt es keine Böden, die komplett zu sind? Also so wie die hier? Also quasi so wie das hier, dann überall? Gibt es so Böden nicht? Weil ich habe jetzt keine anderen Böden gesehen. Ja, keine Ahnung. Was meint ihr denn? So, was findet ihr so am schönsten? Gibt's als Wände, kann man aber auch auf dem Boden bauen. Ach so. Ah, okay, das ist natürlich clever. Eisenwand, Stahlwand. Ja, okay, Eisenwände weiß ich, wie die aussehen. Okay. Weil ich muss sagen, das hat auch was, nur so als Rahmen wäre es ganz nett. Also so sieht man irgendwie schon zu viel wieder. Darf ich? Was denn? Bernie? Ich glaube, ich probiere... Ne, wenn ich das jetzt mal probieren würde, dann würde ich jetzt mir auch mal die Stahlwände angucken, tatsächlich. Tipp für Böden. Also ich gucke mir jetzt die Stahlwände an, wenn es das beinhaltet. Da, aber ja, mach ruhig. Mach einen Tipp für die Böden. Wand. Was ist denn jetzt das Pendant zu Stahl, zu Eisenwand? Ist das der Bausatz Wand? Gepolsterte Wand? Alter, wie viele Wände gibt's denn bitte? Okay, gewölbte Wand ist raus. Bausatzwand. Gibt's das hier, so wie die Tür aussieht? Gibt's das als Wand? Ich finde, das ist eigentlich ein ganz nices Layout so. Gibt's das so als Wand? Bevorzuge Cladding als Boden. Okay. Und das hier als Wand. Wie heißt das? Welches ist das? Und was meint der Bernie mit Cladding? Ja, das ist der Bausatz Wand. Ja, okay, dann gucke ich mir den mal an. Hit Wall. Ja, Kit Wall ist ja das, was ich jetzt baue. Bausatzwand. Aber was meinst du mit... Was meintest du mit Cladding? Dann müssen wir auch nochmal gleich so versuchsweise
mal so ein Fenster bauen. Ah, scheiße, wenn das zu schön aussieht, dann müssen wir das finden. Oh Gott. Kletting sind Verkleidung. Ah. Zum Ausprobieren reicht das. Okay, der muss mal weg hier. So. Kann man an die Seite. Wasser an die Seite. Der nach unten. Das nach unten. Das nach unten. So. Verkleidung. Ist das schon übersetzt? Jonas? Hey. Jonas! Fassade. Fassade. Okay, hat er nicht. Vielleicht ist es gar nicht übersetzt. Nein. Wie funktioniert die Suche auf Englisch denn noch? Verkleidung. Komposit minus Verkleidung. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Verkleidung. Oder baue ich das woanders? Bausatz? Alter. Okay, Jonas, da müssen wir drüber reden. Das. Okay, der Bausatz Ummantelung lässt einen nur Verkleidung bauen. Also ich hätte einen Vorschlag, wie wir den Bausatz nennen könnten. Ich weiß nicht, ob ich dir das noch sagen muss, wie wir den Bausatz vielleicht nennen könnten, aber wenn ich dir da noch unter die Arme greifen kann, dann sag Bescheid, ne? Ja, schön. So, ich brauche den Bausatz Ummantelung. Gibt's den auch wieder in anderen? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Bausatz Ummantelung. Wenn das so orange bleibt, dann will ich das nicht haben. Also wenn es orange ist, will ich das nicht haben. Wir müssen das testen. Aber wieso Komposit? Ist doch nur ein Material. Na, wahrscheinlich, weil es vorher auch irgendwie so hieß. Keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass Jonas sich das irgendwie ausgedacht hat. nee, weiß nicht. Kann man das noch ansprühen? Kann man das ansprühen? Bestimmt, oder? Ich habe keine Farben mehr. Oder habe ich noch Farben? Nee, ich habe keine Farben mehr. Ich muss mal Farben holen, vielleicht kann ich das ansprühen. Dann wäre es vielleicht eine Option, aber boah, alles in diesem Orange. Schwierig. Sehe ich gerade nicht so. Stopp, ich glaube, das war da, ne? Nee, doch. Übrigens, da wollte ich mal eben gucken. Jetpack. Wenn ich jetzt schon mal hier dran bin. Jetpack. Basic haben wir jetzt, ne? Und der nächste ist der Space Pack wahrscheinlich. Vermutlich. Hä? Okay, ist das? Hä? Sag mir jetzt nicht, dass es... Was ist das? Technisch gesehen kein Jetpack, sondern ein Gasantrieb kann man geben. 3 Metern pro Sekunde fliegen. Vergleich zum stärkeren Jet oder Schutzanzug. Hat 10 Slots. Hä, ist das Ding ja das. Ist das Ding langsamer? Was ist denn das für ein Müll? Wann kann ich denn ein Jetpack bauen, was langsamer ist, als das ich von Anfang an bekommen habe? Ist ja voll der Quatsch. Schutzanzug Jetpack. Ja.
Oh nein! Okay, das kann ich nicht bauen. Keine Chance. Ja, aber nicht im Raum lackieren, bitte. Wie soll ich das denn lackieren, wenn das nicht im Raum ist? Bleibt die Farbe erhalten, wenn ich das woanders baue? Weiß, sieht sauber, klar und schön aus. Kein Mensch muss ja. Okay. Das ist für mich jetzt gerade. Okay, also Bernie hat es zwar gerade irgendwo schon so ein bisschen getriggert, aber schwarz, grau. Was denn für eine Farbe? Schönes Grün. Man kann die Stacks lackieren vor dem Bauen. Okay, interessant. So, dann können wir das nochmal wieder, können wir das nochmal auch drin lassen. So. Hätte ich noch eine Verkleidung gebaut oder hatte ich nur einen gebaut? Komm, bauen wir noch einen. So. Hä? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das geht. Okay, das ist sehr cool. Ich meine, ihr habt es ja auch geschrieben, aber irgendwie weiß nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. So, Bernie hat es zwar geschrieben, aber ich gucke mir jetzt an, was das bewirkt. Ich könnte mir vorstellen, was das bewirkt, aber ich will es jetzt wissen. Für mich ist das gerade nicht ersichtlich gewesen und ich hätte das so auch ausprobiert. Deswegen machen wir das jetzt auch. Aha, okay. Gut, wir haben dann hier Poll. Was ist das eigentlich? Wie schimpft sich das? Poll. Schadstoff. Ah, okay, Schadstoffe. Gut. Damit kann ich arbeiten. Schadstoffe. Ah, das würde sogar arbeiten, wenn wir eine Battery da drin hätten. Also hättest du nichts gesagt, Bernie, hätte ich das sowieso ausprobiert. Und das hat mich jetzt interessiert, warum. Ist interessant, weil das auch im Wiki nicht so drin steht, ne? Ist doch noch die Kartusche drin, oder? Ja, okay. Die ist nur dafür da. So. Okay. Ah ja, ist sie nicht. Grün. Also grau wäre ich mit einverstanden. Ich mag grau. Aber grün. Aber dafür war es echt günstig, ne? Okay, wir gucken uns jetzt auf jeden Fall mal die Stahlwände an. Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Das ist jetzt das Fenster, ne? Okay, das Fenster bauen wir trotzdem auch mal rein. So. Fenster, das ist Wandtyp 1. Wandtyp 2. Wandtyp 3. Wandtyp 4. Und das muss das Fenster sein. Okay. Hallo! Ja, das preiswert und sieht in meinen Augen gut aus.
Es ist halt einfarbig, ne? Batteriestand niedrig. Es ist, ja, Kerstin, ja, ich, weil, ja, Schande über mein Haupt. Ja. Jetzt brauchst du Plastik, genau. Das habe ich gerade auch gesehen, dass ich dafür Plastik brauche. Aber ich brauche kein Eisen, oder? Nö. Okay, ich brauche Plastik. Dann holen wir Plastik. Ja, Kerstin, jetzt muss man das Ganze aber mal so sehen, ne? Ich will ja eigentlich Böden haben, damit ich hier nicht überall diese Stolperkanten habe. Und man vielleicht auch nicht die ganzen Kabel immer sieht. Weil ich die, ja, das ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert, ne? Und wenn dann, ich weiß nicht, kann man da ordentlich drunter verlegen, auch wenn man es nicht sieht? Plastik. Geht das wohl? Ich meine, so Kabel oder so stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor. Weiß nicht, also wenn ich das jedes Mal abbauen muss. Das. Pff, ja, keine Ahnung. Sozusagen. Für mich ist es halt nur gerade so, Kerstin, ich will die Kanten halt weg haben. Wenn ich dann schon die Kanten weg haben will, dann kann ich ja wenigstens mal gucken, so, was hier aussieht. Nein, das. Hat halt auch irgendwie was, ne? Problem sehe ich da eher so dabei. Ich glaube, wenn man das hier weiß anstreicht, sieht es halt genauso aus wie das. Das probieren wir gleich mal da aus. Die Wände kannst du ja auch lackieren. Ja, was mich eher so stört, ist, dass hier so Fluchten halt drin sind. Das heißt, du musst halt über den ganzen Raum halt auch die Fluchten drin haben. Und das hat mich bei den Fenstern schon genervt, ne? Durst, kritisch. Gibt halt auch noch flache Wände. Was ist damit gemeint? Roger? Was meinst du mit flach? Wie interpretiere ich jetzt flach bei Wänden? Also was ich sagen muss, was ich geil finde, was auf jeden Fall cool aussieht, sind die... Alter, okay. Ja, also Plastikwände oder die Stahlwände sind auf jeden Fall deutlich schöner. Eine ganze Ecke schöner. Uff. Aber Verkleidung kann schließt bestimmt nicht luftdicht ab, oder? Die Fenster sehen schon nett aus. Oh. Fenster sehen richtig nett aus. Ich tue mir halt ein bisschen, ich tue mich echt schwer hier mit den. Ich meine, das sieht ganz nett aus, aber du musst halt, hast halt immer diese Fluchten dann auch da dran, ne? Auch so an den Wänden. Oh, weiß nicht. Ich hole mal eben eine weiße Farbe. Sauerstoffstand niedrig. Was zur Hölle ist denn da mit der Batteriephase? Niedriger Druck. Druck kritisch. Wie geht das denn? Das ist ja mal total unlogisch. Hä? Was ist denn das für ein Quatsch? Hier, das Spiel ist komisch, was das angeht. Wie kann denn diese Batterie priorisiert werden? Das verstehe ich nicht. Beziehungsweise, ja, oder die hier wird beim Laden priorisiert.
Warum kannst du bei Fenstern nicht mehr falsch einbauen? Ja, genau. Das finde ich auch ganz geil, Tony. Ich nehme jetzt mal in weiße Farbe. Halt. Interessant ist ja auch, dass ich aus 1 Gramm Eisen Schadstoffe herstellen kann. Finde ich auch sehr cool. Batterien werden immer in einer Reihenfolge geladen. Ich denke, es ist ein Performance-Ding. Okay. Finde ich trotzdem ein bisschen verwirrend. Ja, okay. Muss ich sagen, da gewinnt eindeutig der gewinnt für mich die Verkleidung, bin ich ganz ehrlich. Weil da muss ich mir auf dem Boden keine Gedanken darum machen, wie ich hier die Rillen oder so anordne. Muss vor allen Dingen nicht suchen. Aber die Fenster sind halt schon mega geil. Oh mein Gott, jetzt vertüdel ich ihn hier in so Packe wie dekorieren. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Steine. An die Böden kann man ja vielleicht trotzdem noch irgendwo für anders gebrauchen. Ja, muss ich sagen, aber die Fenster finde ich super cool. Und ja, für eine Wände, ich meine, dann habe ich auch keine Wahl, ne? Dann muss ich mir halt Wände nehmen. Aber dann muss ich mir halt überlegen, welche Wände ich dann nehme. Ja, ich würde nochmal Bausatz flache Wand probieren. Der ist dicht und hat auch einfache Farbe. Ja, okay. Das können wir gerne nochmal eben ausprobieren. Wäre vielleicht was für die Wände. Für Boden. Das ist halt super günstig, ne? Die Plastikplatten, okay. Winkelschleife. Ich wusste, dass Kerstin das wieder, ne? Es muss ja wenigstens ein bisschen schön aussehen hier. So ein bisschen. Wenn ich es dann eh mache. Aber ich finde, die Platten sind cool. Die Verkleidung ist stark. Sieht gut. So. Komm, dann nehmen wir das auseinander. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich sehr viel Langeweile. Und dann werde ich hier schon mal irgendwie vertauschen zum nächsten Mal. Keine Ahnung, mal gucken. Fenster finde ich super cool. Ich kann es nicht. Komm. Das ist Plastik, ne? Ja, komm, das kann ich hier stapeln. Ich kann auch was hier lassen mal. So. Wing. Wo ist der Winkelschleifer? Hast du übrigens gar nichts zugeschrieben, ne? Winkelschleifer? Habe ich im Stream nie aus Versehen Flex dazu gesagt? Winkel mit den treuen Winkelschleifer loswerden. Aber auch sehr ungewöhnlich, dass ich da nicht einmal Flex zugesagt habe. Bodenroster. So. Gessen ist halt Station hier. Da ist halt alles anders als in Oni. Ja, bei Oni muss ich dann halt auch immer jemanden für einstellen, der der Künstler ist. Und das ist jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht. Verschwendete Arbeitskraft. Hier ist das egal. Hier bin nur ich.
Hier sind 10er Packs. Und dann noch einer. Verdammt. So. Schön. Sprüh, sprüh, sprüh. So, und dann. Sieht jetzt übrigens aus wie Plastikplatten. Flache Wand. Gib mal her. So. Da wird wieder geladen. Ladeverhalten ist etwas seltsamer. So. Mantelung. Flache Wand. Ach du Scheiße. Und welches davon muss ich nehmen? Beantworte mal. Also einfach nur eine weiße Wand. Derzeit kann ich hier schon mal ein paar Böden legen. Okay, weiß nicht. Okay, das hat aber auch irgendwie was von keine Ahnung. Hier ist irgendwas Flüssiges reingelaufen und fest geworden, oder? Ja, zumindest hier sieht's halt so aus, weil da überall was in dem Boden. Oh je. Hier bis gerade dachte ich noch, das wäre eine coole Idee, aber das ist ja auch irgendwie. Eieieiei. Lufttank niedrig. Bei der flachen Wand gibt es auch Paneele. Bisschen Bastelkleber. Ja, wirklich. Irgendwie, als wenn irgendwas Flüssiges da hingelaufen ist. So, was hättest du denn gerne? Plastik, ne? Hell. Doch kein Plastik. What you need? Stahlbleche. Ist ja schon ein bisschen widerlich, Stahlbleche. Krieg ich nie wieder runter, Regensteifer. Okay, also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht die Wände und dann. Es sieht zu eintönig aus. Oder was meint ihr? Was meint ihr denn? Ich finde, das sieht schon sehr eintönig aus. Und jetzt sieht so wirklich so aus, als wenn hier irgendwas reingelaufen ist und fest geworden ist. Also das sieht wahrscheinlich deswegen so aus. Weil hier zum Beispiel finde ich das ganz geil. So, das passt eigentlich. Weil es hier nicht so eintönig ist. Ist nicht, ey. So. Hier, eine Sache, die wollte ich noch unbedingt nachgucken. Da. Ist in der Dunkelheit. Gedeiht sehr gut, hat also Licht. Hier, dieser Platz bekommt kein Licht ab. Da schreit mein Monk auf. Drei nach da, drei nach da. Und hier gibt's kein Licht. Oh mein Gott, ey. Mach's weiß-grau kariert. Sag mal, da bin ich einmal am Dekorieren. Dann kommen da so richtig tolle Ideen von Kerstin. Warum? Ich mag auch etwas Struktur. Ja, ich muss mir das nochmal angucken und überlegen. Weiß nicht. Gut warm geworden hier drin.
1,8 Grad. Wärmer geworden hier drin. Interessant. Gut. Aber das ist ja wirklich furchtbar. Da schreit mein Monk wirklich auf. Was ich auch schade finde, ist, dass die Dinger hier so dann im Boden drin hängen. Sieht leider auch scheiße aus. Weiß ja nicht, ob ich da eine schöne Lösung finden werde. So, wie kriege ich das hier wieder raus? Schraubenschlüssel? Also, nicht nutzbar. HD. Okay, keine Ahnung. So. Haben wir da noch... Nee, da haben wir einen Checker drin. Ist das kein Rohr an der Stelle? Okay, Bernie schreibt es gerade. Ich war mir jetzt tatsächlich nicht sicher, ob da Rohre zwischen sind und die drauf gesteckt sind. Tatsache, Shitter. Okay, ich brauche noch ein Rohr. Ein Rohr, was habe ich gerade noch gemacht? Ach, Stahlplatten brauche ich noch. Hatte ich hier eine Stahlplatte? Ja. Rohr. Aber vielleicht nochmal. Ach ja, und den Pflanzenanalysator. So. Vielleicht mal den Winkelschleifer aus der Hand nehmen. Ich glaube, da kann man viel Blödsinn mitmachen, wenn man den in der Hand hat. So. Ja, mit Touch. So, Wasser wieder drauf. Stahlblech. Okay. Ja, ist auch weiß. Lufttank kritisch. Ist mir zu wenig Struktur tatsächlich, weiß ich nicht. Oder meintest du, Kerstin, machst weiß-grau kariert mit einfach die Platten unterschiedlich? Also eine weiß und eine dann grau und dann die nächste wieder weiß. So wie du es geschrieben hast, habe ich gedacht, ich soll da direkt ein Muster hier reinsprühen. Wie gesagt, die anderen Varianten haben Strukturen dabei, Beispielpaneele. Ja. Muss man mal ausprobieren. Aber es sind auch echt viele gewesen, ne? Lufttank. Jede zweite Platte anders. Ja. Ja, es ist nur gerade viel Aufwand für etwas, wo ich mir denke, wo, das muss irgendwie nicht sein. Zumindest nicht aktuell. Also ich verstehe das, ja. Ich finde das auch ganz geil, so mit einem Boden. Jetzt die Ewigkeiten hier nach einer passenden Lösung gerade zu gucken. Mal kicken, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht gucke ich mir mal so ein paar Varianten off-stream an schon. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Weiß ich wirklich gerade nicht. Ich möchte mir jetzt nochmal eben die Pflanzen anschauen, was die jetzt so sagen. Prozent. Warum ist das so? Lichteffizienz. Tatsächlich Licht. Da ist 100%. Batteriestand niedrig. Nee, 91. 90, 93, 87, 96. Die Variationen kommen dann wahrscheinlich entweder durch anderen Schatten oder durch Gene. Gut, rechnen eigentlich. Conny, nichts ist sinnlos. Auch verschönern ist richtig. Hallo Taranta, ich grüße dich. Okay. Gut, aber dann soll es das für heute gewesen sein. Ich glaube, wir haben ganz gut was geschafft. Die ist ja echt kleiner hier, ne? Tatsache. Gedeiht sehr gut. Es gedeiht alles sehr gut in Richtung Fruchtbildung. Wahrscheinlich alles über, keine Ahnung, 80% oder 90% ist sehr gutes Gedeihen. Aber die sind aber schon fertig hier. Okay, das ist doch cool. Dann hoffe ich mal, dass wir bis zum nächsten Mal dann genug ernten können, dass wir das erste Mal die Pillen herstellen können. Auf jeden Fall haben wir dann genug Samen, um die dann direkt da reinzuschmeißen und dann können die von den Samen weiter wachsen und dann ist es tatsächlich direkte Ernte von den Dingern. Und dann machen wir morgen das nächste Mal tatsächlich dann Pillen. So. Können wir das da rausnehmen? Böden ist noch so ein Thema. Mal gucken. So, ein bisschen was geschafft heute. Wir haben eine funktionierende Klimaanlage, das ist ganz geil, weil ich glaube, sonst wird es auch irgendwann problematisch mit dem Essen geworden, wenn die Temperatur immer weiter gestiegen wäre. Ja, und kein Essen, gleich schwierig mit Überleben. Achtung, und so. Hunger. Ach, ja, Achtung, Hunger. Also das ist ganz geil, dass wir das heute geschafft haben. Dann natürlich die Fahne. Ach, guck mal, da ist er jetzt auch fertig. Halbpillen machen wir dann beim nächsten Mal. Schade, dass wir das nicht geschafft haben. Ein bisschen unsere Stromversorgung optimiert. Nö, ich bin eigentlich ganz zufrieden für heute. Und nächstes Mal kümmern wir uns dann um so ein bisschen Kleinkram. Wobei das jetzt alles nicht so wichtig ist. Das mit den Pillen machen wir auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall anfangen mit Gassortierung und Lagerung. Das ist wichtig für nächstes Mal. Ich muss unbedingt ja, O2-Flaschen befüllen können und mal ordentlich. Nicht nur so ein bisschen Pilifetz, sondern wirklich mal eine ordentliche Menge. Das ist das Ziel beim nächsten Mal. Am Donnerstag, 19 Uhr, steigen wir dann in die Gassortierung. Und ich glaube, es ist ein potenziell großes Risiko dabei, dass ich alles in die Luft fliege. Sprenge. So, an YouTube vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi!